EA hat eine Miniserie zu The Sims 4 veröffentlicht, bei der ich mich hauptsächlich frage, warum? Es kam quasi aus dem Nichts, vor ein paar Tagen wurde sie angekündigt, aber es gibt jetzt eine kleine Miniserie zu den Sims. Diese heißt Creative und dreht sich so ein bisschen um verschiedene Menschen, die zeigen, wie sie kreativ sind, was sie da so für Denkprozesse haben, was Kreativität auszeichnet. Und sie gehen dann auch so ein bisschen auf ihre bestimmten Hobbys ein, also zum Beispiel die eine, es gibt insgesamt 3 Folgen, hat so ein bisschen über Airbrush geredet, die andere so über InDesign, Inneneinrichtung und der letzte hat über Töpfern gesprochen. Ich weiß ja, dass ich aufmerksame Zuschauer habe und dem einen oder anderen wird vielleicht das Wörtchen Mini bei Miniserie aufgefallen sein, was ich benutzt habe. Weil tatsächlich kann man diese Serie nicht wirklich als Serie bezeichnen. Die einzelnen 3 Folgen sind nämlich nur jeweils 4 Minuten lang, also wirklich sehr, sehr kurz. Was man auf jeden Fall sagen kann, sie ist sehr schön und hochwertig produziert. Man sieht irgendwie, dass bei jeder Szene, die gedreht wurde, dann 5-köpfiges Team mehrere Tage wahrscheinlich daran gearbeitet hat, wie alles aussehen soll. Das Thema Kreativität hat, finde ich, auch relativ viel mit den Sims zu tun. Ich meine, wenn man nicht kreativ genug ist, wird das Spielen ganz schnell langweilig, weil man nicht weiß, was man mit den Sims so alles anfangen soll. Man muss sich ja seine eigenen Geschichten quasi ausdenken. Aber ich finde, diese Kreativität in den Videos hätte jetzt auch mit gefühlt jedem anderen Thema irgendwie kommen können. Also da war jetzt nicht unbedingt zentral der Sims-Bezug da. Es war eher so ein bisschen nebensächlich, sage ich mal. Was ich aber ganz süß fand, ist auf jeden Fall, dass man den Soundtrack aus dem Spiel auch im Hintergrund gehört hat, aber so ein bisschen geremixed. In der ersten Folge richten sie das Apartment der Moderatorin ein, so wird es zumindest im Video gesagt. Aber bei allen Räumen von den Protagonisten wirkt es für mich irgendwie so, als wäre das einfach nur ein Studio, in dem die angebliche Wohnung sein soll. Also wird wahrscheinlich auch das nicht wirklich die Wohnung der Frau gewesen sein, bei der umgeräumt wurde. Wenn ihr mal eine Viertelstunde habt, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Der Link ist unten, ist komplett kostenlos zum Anschauen. Ich muss zugeben, im Nachhinein wirkt es so ein bisschen so, als hätte ich jetzt einfach Werbung für die Sims geguckt. Die Protagonistin im ersten Video hat dann zum Beispiel auch irgendwie so ein Huhn plötzlich, was total lustig aussieht. Da wurde dann natürlich auch schön der Bezug zum Landhausleben-Erweiterungspack hergestellt. Man muss dann natürlich auch die Packs, die es im Spiel gibt, dann in so einer Serie irgendwie prominent ins Licht rücken. Zu jedem von den 3 Leuten, die da mitgemacht haben, gibt es dann auch die Lieblingspacks, die sie haben, unten auf der Website. Also die Entwickler hatten da schon den Hintergedanken, dass man neue Leute, die vielleicht auf diese Videos stoßen, dann irgendwie zu den Sims bekommen kann. Ich frage mich aber immer noch, warum? Also ich glaube, wenn wir eine richtige Serie zu den Sims bekommen hätten, hätte ich mir die auf jeden Fall sehr gerne angeschaut. Nicht nur diese 4 Minuten. Ich glaube allgemein, bei einer Serie wäre es auf jeden Fall sehr spannend, wie man da den Sims-Bezug richtig einbaut, um was es geht. Ich glaube, eine Serie, die nur mit dem Spiel gefilmt wurde, ist wahrscheinlich sehr schwierig zu produzieren. Das würde es wahrscheinlich eher nicht werden. Es gab ja auch mal vor einer ganzen Weile Gerüchte zu einem Sims-Kinofilm, wo scheinbar auch schon so Rechte an eine Produktionsfirma vergeben wurden. Da könnte ich mir auf jeden Fall irgendwas zum Universum der Sims vorstellen. Eine Serie mit Charakteren, die wir aus dem Spiel kennen, aber dann quasi in echt. Was bei einem Sims-Film auch sehr witzig wäre, ist auf jeden Fall dieses Grundprinzip von den Sims. Die Sims werden ja von uns Menschen gesteuert und dann vielleicht ein Film, bei dem es darum geht, dass Menschen von irgendwas gesteuert werden und wir quasi die Sims sind. Falls ihr es noch nicht wusstet, es gab sogar mal eine Sims-Serie, die war auch viel größer. Da mussten quasi verschiedene Sims-Creator gegeneinander antreten, gegen eine Jury. Die wurde auch von EA produziert, könnt ihr euch auf YouTube auch immer noch anschauen, habe ich euch auch mal unten verlinkt. Jetzt würde mich auf jeden Fall mal eure Meinung brennend interessieren. Hechtet ihr jetzt auf die Amazon-Seite, um die Serie anzuschauen oder wartet ihr vielleicht lieber, bis eine richtige Serie zu den Sims erscheint oder interessiert euch das gar nicht? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.